Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best. Ja, also Freunde, wir sind hier im Karaoke Fun Pub in Stuttgart. Das erste und älteste Karaoke-Lokal in Deutschland. Wir haben 1992 am 15. November aufgemacht und somit natürlich dieses Jahr auch das 20-Jährige jetzt demnächst. Und wir haben auch einen Karaoke-Club gegründet damals schon und der hat heute so 1200, 1300 Clubmitglieder. Und um in den Club aufgenommen werden zu können, ja, muss man natürlich 10-mal bei uns gewesen sein. Also man muss schon bewiesen haben, dass man Interesse an unserem Laden hat, damit man dort diese Vergünstigungen, die es dann auch gibt, und die Geburtstagsglückwünsche persönlich handgeschrieben von der Petra, der Chefin, empfangen kann. Ja. Wir waren und sind von Anfang an auch ein Elvis-Lokal. Und am Anfang war es so, da gab es noch ganz viele Leute, die eben den Elvis verehrt haben als ersten Karaoke-Sänger, weil der hat ja außer einem Lied, glaube ich, alles irgendwie nachgesungen, natürlich in seiner speziellen Art. Und das wollen die Karaoke-Leute ja auch, die wollen ja nicht nur irgendwie original nachsingen, sondern die wollen ja auch ihren eigenen Touch jedem Lied geben. Ne? Also wie gesagt, seit 1992 waren natürlich Tausende schon hier auf der Bühne und das ist wirklich nicht übertrieben. Und die kommen heute auch mittlerweile schon mit ihren Kindern, bald sogar mit ihren Enkeln. Und wir wollen es ja noch ganz, 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 ganz lange, lange, lange machen, die Petra und ich. Und das Karaoke Fun Pub ist natürlich für Leute, die ganz neu hier reinkommen, was ganz Besonderes. So etwas Ähnliches gibt es wahrscheinlich nirgends auf der Welt. Schon allein mit unserer Technik, dass man bei uns die Lieder vorhören kann am Computer, an den PCs, an den vielen. Und mittlerweile 15 Stück, die Kunden zur Verfügung haben, bei denen sie auch ins Internet gehen können, bei jedem Einzelnen. Und wo sie, wie gesagt, die Lieder raussuchen können und auch schon vorhören können, damit sie auf ihre Versionen kommen. Weil es gibt natürlich Versionen von verschiedenen Herstellern. Und ganz am Anfang war Pioneer und diese Lieder waren damals auf ganz großen Laserdisc-Platten. Und mittlerweile kommt natürlich alles vom Computer. Und auch diese Lieder sind mittlerweile auf dem Computer und immer noch die besten. Ja? Und von der Version und von der Sache hin und her. Und leider gibt es natürlich überall Sonnenschein und Schatten und so ist es bei den Versionen, bei den verschiedenen auch. Ja, das Karaoke Fun Pub, also das Innere, die Ausstattung hat sich im Laufe der Zeit so ergeben und wächst natürlich immer noch was dazu. Alles, was wir jemals in der Welt gefunden haben oder was wir glaubten, was interessant sei und was uns Gäste mitgebracht haben und so weiter, ist hier an den Wänden, ringsrum und an den Decken mittlerweile. Ja. Und das macht diesen besonderen Flair aus. Und die Leute, die das erste Mal hierher kommen, die sind meistens ganz baff und sind zuerst mal erschlagen von dem vielen Bunt hier, bis sie dann sich mal das alles genauer anschauen und oftmals dann mittlerweile auch mit Handys und so weiter dann aufnehmen und den Leuten daheim und so weiter zeigen. Ja, also wir haben, wie gesagt, von Freitag und Samstag ab 20 Uhr immer offen hier. Und das ohne Pause, also ohne Betriebsferien oder sowas. Und wir hoffen, dass wir es noch ganz, 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 ganz lange machen. Und wollen wir natürlich auch, die Petra und ich. Ja? Und wir würden uns freuen, wenn auch wieder noch viele, viele neue Leute und natürlich auch die alten Stammgäste, wie gesagt, mit ihren Kindern zu uns kommen. Und hier auf der Bühne, die Welt bedeuten, ja, für jeden Karaoke-Sänger, zumindest in Deutschland, ja, mal sich verausgaben und so wie es im deutschen Amtsdeutsch steht, ja, einen Laden besuchen, eine Bar besuchen mit immer wiederkehrendem selbstdarstellenden Gesang. So heißt es nämlich im Amtsdeutsch, ja, in Deutschland. Also, wir freuen uns und das war's vom Karaoke Fun Pub heute.
fly with me. Let's fly away. If you can use some exotic booze, let the bird fly for me. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lava Land, there's a one-man band, and even two just flew for you. Come fly with me, let's go. Nossa, assim você me mata. Ai, sete pelo, ai, ai, sete pelo. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, sete pelo, ai, ai, sete pelo. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, sete pelo, ai, ai, sete pelo. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, sete pelo, ai, ai, sete pelo. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Oh, ai, se eu te pego.